Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Kerbal Space Program. Heute ist unsere Aufgabe, eine Rakete zu bauen, mit der wir es schaffen, bis zum Mond zu fliegen. Und ich werde mich diesmal wirklich kurz fassen und einfach nur die Rakete zusammentickern, euch erklären, was ich damit vorhabe und auch in dieser Folge nur Testflüge, wenn überhaupt, vornehmen, damit wir vorankommen. Gut, als Basis verwenden wir wieder den MK1-Pod. Den statten wir diesmal über die Utility direkt mit einem Docking Port Junior aus. Den wir brauchen, um unser Landemodul daran zu befestigen. Das Landemodul selbst benötigt auch sowas und wir müssen jetzt quasi spiegelverkehrt bauen. Deswegen klicken wir hier oben auf Rotate. Einmal um 180 Grad gedreht und angeschlossen. So, jetzt haben wir hier eine wunderbare Verbindung. Es gibt bei den Pods gibt es extra einen MK-Lander-Can. Den werden wir verwenden, um dann im Endeffekt auf dem Mond zu landen. So. Und schon sind die beiden miteinander verbunden. Ich weiß auch nicht, ob man die jetzt nochmal trennen kann. Das Ganze ist ein bisschen buggy teilweise. Ah, so funktioniert es. Wie gesagt, es ist. Wenn man hier spiegelverkehrt baut und sowas, ist das Ganze echt ein bisschen komplizierter. So, schön darauf achten, dass grün ist. Pod auswählen. Den um 180 Grad hin. Wobei ich gar nicht weiß, ob das so wichtig ist, aber wir machen es einfach mal, weil ich jetzt schon damit angefangen habe. So, ist auch grün und das sieht jetzt deutlich besser aus. Gut. Der Pod selbst benötigt auch noch einen Tank. Den basteln wir da dran. Stopp, was haben wir vergessen? Genau, rotieren. Einfach nur der Form halber. Wir spiegeln das ganze Gerät. Ich könnte es auch nochmal zusammenbauen und später als Ganzes drehen. Klar, wer auch immer sich das jetzt gerade gedacht hat, ja, ihr habt natürlich recht. Wir basteln einen Terrier daran. Das muss reichen, um auf der Mondoberfläche aufzusitzen und wieder starten zu können, weil wir müssen ja einfach nur hier oben dann den Pod wieder erreichen, um zurückzufliegen. Vielleicht. Lasst mich kurz nachdenken. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir fliegen mit einem Kurbonauten da hoch, lassen den dann hier aussteigen aus der Kapsel, hier hochklettern in die Kapsel, das Ganze abdocken, auf dem Mond landen und dann krabbelt der hier wieder rein. Kurz drüber nachdenken. Wir könnten das Ganze auch ganz anders machen, dass wir versuchen, nur mit dem Gerät mitlanden, wieder zurückfliegen. Oh, es wird einfach kompliziert. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Dann kann ich vielleicht in der übernächsten Folge oder sowas auch noch ein Docking-Manöver zeigen. Gut, ganz, ganz wichtig, substanziell, existenziell, wie auch immer, Landestützen. Und zwar würde ich sagen, vier Stück. Damit wir auch aufsetzen können auf der Mondoberfläche. Die können wir uns auch angucken, inwiefern die oder wie hoch die Rakete dann stehen würde. Und ich würde mal sagen, ja, so reicht das. Vielleicht noch ein kleines Stückchen nach oben, einfach nur um auf Sicherheitsabstand zu gehen, damit der Terrier nicht aufsetzt. Sonst haben wir ein Problem und können nämlich nicht mehr starten. Geht der kaputt? Kann hier so viel Sprit drin sein, wie will. Schafft man nicht. Gut. Auch noch wichtig für diese Mission, das ist, weil wir sonst noch keine RCS-Tanks haben, sind vier von denen hier. Das sind besagte RCS-Tanks. Ich möchte nämlich noch Steuerdüsen anbauen, die wir jetzt in der letzten Folge endlich freigeschaltet haben, damit wir die Rakete auch steuern können. Dass wir es vor allem später für das Docking auch wieder existenziell wichtig. Da muss ich noch dazu sagen, da bin ich noch kein Experte drin, aber ich werde es einfach so lange versuchen, bis es mit euch zusammen hinhaut, ne? Gut. Das dürfte eigentlich schon reichen für den Lander. Ein bisschen was an Wissenschaft möchte ich allerdings noch mitnehmen. Da hätten wir zum einen Barometer, ein Thermometer, ein Mystery Goo, mindestens einen.
Ein müsste reichen. Was ich jetzt vergessen habe, das ist der Science Junior. Der allerdings ist so schwer, dass wir uns den für diese Mission zumindest noch sparen. Den nehmen wir vielleicht auf eine späteren Mission zum Moon, nehmen wir die noch mit. Gut, das ist theoretisch unsere komplette, oder auch praktisch unsere komplette Landefähre. Setzen wir schon mal unsere Crew dementsprechend rein. Wo ist Jebediah? Ah, ich weiß. Jebediah befindet sich noch auf einer Mission, die ich zwischendurch mal ausprobiert hatte. Da muss ich mal gucken, dass ich ihn wieder zurückhole. Das wäre nämlich ansonsten jetzt echt doof. Und ich müsste die Aufnahme vermutlich mal einfach von vorne beginnen. Jebediah befindet sich nämlich hier. Was tut er da? Ach ja, das ist ein kleines Experiment zum Fliegen gewesen eines Flugzeuges. Könnt ihr einfach vergessen. Dazu kommen wir vielleicht mal später. Das gab dafür kein großartiges Geld oder sonstiges. Auch und erst recht keine Forschungspunkte, obwohl die echt cool gewesen wären. Laden wir unser Untitled Spacecraft noch einmal. So. Gut. Machen kurz die Crew-Einteilung. Jebediah hier der Pilot. Nein, Valentina ist der Pilot für die eigentliche Rakete. Jebediah wegen seiner Fähigkeiten wird der erste Kerbal auf dem Moon sein. So oder so. Sollte die Mission schiefgehen, fliegen wir mit Valentina wieder zurück und werden eine Rettungsmission für Jebediah planen. Aber das ist nicht das Ziel, sage ich mal. Gut, der Pod braucht großartig nicht mehr besonders viel mehr. Was vielleicht noch ganz gut ist, ist hier zur Kontrolle Reaction Wheels. Das sind sich drehende Kugeln, die einfach dafür sorgen, dass die Rakete ein wenig stabiler bleibt. Auch hier zum Docken einigermaßen wichtig ist RCS. Das wird auf allen späteren Missionen sowieso immer wichtiger werden. Und da wir hier später nur noch den Pod haben mit ein bisschen. Ja. Reichen hier an. Valentina muss nicht aussteigen. Müsste man mal ausprobieren, ob das klappt. Aber ich lasse die jetzt erstmal kurz dort. Weil die brauchen wir dann später auch nicht mehr. Dann machen wir. Hier unser Hitzeschild, das im Übrigen später das komplette Gerät wieder auf den Planeten zurückbringen soll. Dafür brauchen wir dann. Gut, ihr habt natürlich recht. Ich setze das Barometer, ich setze die ganzen Experimente, setze ich hier an das Gerät und mache hier dazwischen noch einen Decoupler. Damit wir das später absprengen können und noch weniger Masse haben, die auf dem Planeten aufschlagen könnte. Machen wir die RCS-Tanks auch noch hier hin. Gut. Dann haben wir nachher nur noch die beiden miteinander verbundenen Teile, die dann aufschlagen. Ich hoffe, dass der Docking-Port das Ganze einfach hält. Gut. Auch hier drunter wieder ein Decoupler. Gut. RCS. Wir haben bisher noch keine Fallschirme dran, das ändern wir jetzt auch. Und zwar kommen die im Viererpack hier ran. Dazu brauchen wir natürlich noch Photovoltaikanlagen. Strom ist auch im Weltall sehr, sehr wichtig. Thermometer setzen wir. Ah, setzen wir hier mit dran. Passt schon. So. Dann vielleicht noch eine Batterie, wenn wir noch einen Platz dafür finden. Eine wieder aufladbare. Wundervoll. Wundervoll. Gut. Das mit dem ACS hier gefällt mir nicht so. Das ändern wir noch. Hier kommen nämlich.
zwei solche dran und hier haben wir unser ACS dafür. Da oben haben wir unser ACS dafür. Das funktioniert also. Hier auch wieder ein Terrier dran. Was ich jetzt noch vergessen hatte, das waren die Strukturelemente hier oben, die einfach die Steifigkeit der Rakete wieder ein bisschen erhöhen nachher, vor allem beim Start, dass die Rakete uns nicht in irgendeiner Art und Weise auseinanderbricht, wollen wir nicht. Und ja, erfolgreiche Weltraumpioniere sein. Gut. Setzen wir noch ein paar Tanks dran. Nehmen wieder unseren stärksten, den wir hier haben. Und da wir jetzt ja wirklich eine echt schwere Rakete haben, nehmen wir diesmal auch die maximale Anzahl an Solid Fuel Boostern, die uns dann ins All tragen sollen. Davon diesmal die wirklich großen Dinger. So, das passt, die sind befestigt, wunderbar. Ich scroll mal ein bisschen raus, zoom mal ein bisschen raus. Und wir steigern noch ein bisschen die Aerodynamik, wobei wir jetzt, glaube ich, es gab durch den Mod auch irgendwelche Nasen, die Liquid Fuel haben, um... Nee, die Solid Fuel hatten... Ach, es ist egal. Wir setzen einfach Nasen drauf. Das soll euch reichen. Wer genauere Informationen möchte, schreibt es in die Kommis und... haltet mich einfach für einen Buhn. Flöpp, flöpp, flöpp. Steifigkeit der Rakete wieder erhöhen. Einstellen, mit wie viel Prozent Last wir nach oben fliegen. Diese Thruster haben eine Stärke von 777. Achso, ja, der kommt hier ganz nach oben. Kann ich nicht, ist egal. Brauchen wir erstmal nicht. 777, die Rakete hat eine Gesamtlast von 132 Tonnen. Dann müssten wir eigentlich wieder mit knapp 30% gut aufsteigen können. Wir geben wieder einen Namen. Murdo Moon Lander 1. Speichern das ganze Gerät ab. Ich überlege gerade noch kurz, ob ich was vergessen habe. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, was man mitnehmen könnte, wären Lichter zum Landen. Die können wir hier anbauen. Da kann man die Farbe noch einstellen. Brauchen wir jetzt dann aber auch so nicht. Weißes Licht reicht uns erstmal vollkommen, um zu landen. Sieht jetzt alles relativ abenteuerlich aus, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir es damit schaffen könnten, auf dem Mond zu landen. Und deswegen werden wir jetzt nur mal kurz einen Testflug machen, ob wir es damit bis in den Orbit schaffen, beziehungsweise wenigstens bis außerhalb der Atmosphäre, ohne dass wir irgendwelche sehr wichtigen Dinge dort übersehen haben. Was ich jetzt vergessen habe, das war das Staging, das überprüfen wir jetzt noch kurz. Zünden, dann werden sie abgetrennt, dann zündet der untere, wird abgetrennt, dann zündet dieses Triebwerk, hier oben die Abtrennung und die Fallschirme und sowas, das machen wir dann, wenn es soweit ist. So, auf geht's, TZ und Feuer. Alle, die sich jetzt erschrocken haben, die Rakete ist eindeutig noch zu stark eingestellt. Die Solid Fuel Booster werden uns viel zu schnell in die Atmosphäre tragen. Der Einfluss, wir haben hier viele Teile, die aerodynamisch nicht ganz so gut sind. Und ich gehe mal ein bisschen weiter raus, dass ich auch noch verstehe, was ich selbst spreche. Ich glaube nicht, dass es so gesund ist, was diese Rakete hier gerade tut. Gehen noch weiter raus. Ist immer noch zu laut. Muss man die Lautstärke runterstellen vom Spiel selbst.
Diese Rakete sieht eher so aus, als würde sie verglühen. So, ich habe die nächste Stufe gezündet, hab das Triebwerk mal ausgeschaltet, das gerade brennt, um zu gucken, auf welche Höhe wir kommen. Das sind 122 Kilometer. Wir schaffen es mit dieser Rakete auf jeden Fall bis ins All. Gut. So oder so, das läuft schon. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge fliegen wir auf den Moon, landen dort und fliegen hoffentlich mit zwei gesunden Körbonauten zurück. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.